Ostermorgen. Noch ist alles dunkel und still. Jesus ist tot. Trauer hat sich über die Seelen gelegt. Lassen Sie uns diese Dunkelheit noch ein wenig aushalten. Noch haben die Frauen das leere Grab nicht gefunden. Noch sind wir Menschen verstrickt in manches, was uns lähmt und trennt von anderen, von Gott, ja, auch von uns selbst. Ich begrüße Sie daheim an Ihren Monitoren. Es ist Ostern, aber wir feiern nicht gemeinsam hier in unserer St. Michael-Kirche. Dennoch, wir beten gemeinsam, wir hören auf die frohmachende Botschaft und vielleicht sogar singen wir gemeinsam. Doch hören wir zunächst. Dunkel, das ist Einsamkeit. Ich sehe da die Menschen, an die kaum jemand denkt. Dunkel, das sind unsere Versäumnisse. Wenn wir verpasst haben, einem Menschen zu vergeben, ein gutes Wort zu sagen oder für einen Menschen da zu sein. Dunkel, das ist Angst. Angst vor dem Verlassenwerden. Angst, etwas nicht zu schaffen. Ich denke an die Menschen, die keinen Trost finden können. Dunkel, das ist Verzweiflung. Ich denke an die Menschen, die keinen Ausweg sehen und keine Hoffnung mehr haben. So wie es um uns herum dunkel ist, so war es vor allen Zeiten. Doch Gott rief die Welt ins Leben. Er ließ das Licht hervorgehen aus der Finsternis. Im ersten Kapitel des Buches Genesis heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott rief durch sein allmächtiges Wort alles, was da ist, ins Leben: Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Festland, Sonne und Mond, Baum und Gras, Pflanze und Tier. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen,
ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich bete. Danke Gott für Licht und Leben, für die Sonne, den Mond und die Sterne, für Berge und Seen, für alles, was da ist. Danke Gott. Wie schlimm, dass wir mit vielem nicht sorgfältig umgehen. Wie erschreckend, dass wir uns immer wieder ins Dunkel zurückziehen, dass wir andere ins Dunkel stoßen. Wie furchtbar, dass wir Menschen im Dunkel so gerne und schnell übersehen. Gott, lass uns Menschen werden, die deine Schöpfung zu Ehren bringen, die dir die Ehre geben. Amen. Wir haben Angst, wenn es dunkel ist und wenn wir allein sind. Aber wenn ein Licht leuchtet, eine Kerze im dunklen Raum, wenn wir nicht mehr alleine sind, dann weicht die Angst, dann sehen wir Hoffnung. In Jesus Christus war das Leben und sein Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Diese Kerze weist auf Christus hin. Er war verlassen in der Nacht des Todes. Aber Gott hat ihn neu ans Licht des Lebens gebracht. In ihm haben wir das Leben, in ihm weicht alle Finsternis. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.
An jenem dunklen Ostermorgen erreichte das Osterevangelium die Welt. Den Frauen kam entgegen, was sie nicht erwartet hatten. Leben und Licht, strahlendes Licht, Gottes Bote im strahlenden Gewand. Aus dem Matthäusevangelium im 28. Kapitel. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Der ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Wir gedenken über diesem Wasser unserer Taufe und danken Gott für die Gabe des Wassers. Das Wasser, das er geschaffen hat und mit dem er seine Geschöpfe am Leben hält. Durch das Wasser der Taufe ist unser Leben verbunden mit dem Leben Jesu, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. So bitten wir Gott: Lebendiger Gott, schenke deine heilige Geistkraft immer wieder neu. Lass uns täglich herauskommen aus dem Wasser unserer Taufe und auferstehen als ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor dir lebe. Amen. Wir wollen an Gott freudig sein.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hin und her gerissen sind wir in diesen Tagen, in dieser merkwürdigen Zeit. Einerseits ist da die Angst vor den Folgen dieser Krise. Wann wird wieder alles normal sein? Und wird dann alles wieder sein wie vorher? Und auf der anderen Seite ist da auch ganz viel Dankbarkeit. Dankbarkeit für so viel Gelingendes. Für manche sind auch dankbar dafür, dass sie endlich einmal zur Ruhe kommen können. Raus aus der Hektik des üblichen Alltags. Für die, die jetzt Angst haben, die einsam sind, die schwere Zeiten durchstehen müssen, stellt sich immer wieder die Frage, wie kommen wir durch diese Zeit? Ich durfte in den letzten Tagen mit einigen von Ihnen telefonieren. Und gerade die Älteren haben mir immer wieder erzählt, wie es war in der Zeit nach dem Krieg. Da war es schwer. Und doch, wir sind durchgekommen durch diese Zeit. Wir haben es überstanden. Irgendwann war die Zeit auch wieder anders. Wir haben es doch schon erlebt. Wir alle sind schon durch Krisen hindurchgekommen. Hin und her gerissen zwischen Mut und Angst. So ging es auch den Jüngerinnen und Jüngern damals. In einer Zeit, da Jesus verhaftet wurde, gefangen genommen, ihm der Prozess gemacht, verurteilt und hingerichtet wurde. Die, die zu ihm gehörten, haben viel verloren. Ja, eigentlich alles. Sie haben ihre Existenz aufgegeben, ihre Boote am See zurückgelassen und sind ihm mir nichts, dir nichts nachgefolgt. Dem Prediger, dem Rabbi, dem Lehrer, dem Freund Jesus. Und nun war er nicht mehr da. Hatte denn noch irgendetwas Sinn in dieser Zeit? Die Hoffnung war erloschen, so wie das Licht einer Kerze erlischt. Und genau dann kam Ostern. Niemand, den wir ernst nehmen wollen, kann genau erklären, was da geschehen ist. Alles, was passiert ist, was wir Ostern nennen, bleibt ein Geheimnis. Aber dann waren die Frauen am Grab. Davon erzählt uns die Bibel. Und sie haben das leere Grab gefunden, die einzige Garantie, dass Jesus auferstanden ist. Kindern erscheint diese Geschichte ein wenig wie eine Märchengeschichte. Menschen mit Lebenserfahrung haben gelernt, es gibt Auferstehung. Mitten im Leben. Immer wieder ist ein neuer Anfang möglich, was auch immer passiert ist. Wenn nichts mehr möglich scheint, dann ist trotzdem Hoffnung da. Oder noch drastischer ausgedrückt, es gibt ein Leben vor dem Tod. Paradox? Ja, so mag sich das für einige von Ihnen anhören. Aber ist es nicht so, dass unser christlicher Glaube an sich paradox ist, in sich widersprüchlich und dennoch die große Hoffnung für unser Leben. Leben will jeden Tag gelebt werden. Jeder Tag darf und soll ein Fest der Freude sein. Wir erleben das Wunder, das uns geschenkt wurde, unser Leben. Und wir dürfen auch dafür Sorge tragen, dass andere leben, dass andere gut leben. Wir dürfen alles als Geschenk hinnehmen. Wir müssen nichts erwarten, doch alles für uns hinnehmen. Das große Wunder unseres Daseins genießen. Und in diesem Sinne
wünsche ich Ihnen heute noch eine ganz große Osterüberraschung und für alle Tage Gottes guten und reichen Segen. Amen. Lasst uns beten zu Gott, heute, da das neue Licht uns allen leuchtet, das Licht der Auferstehung Jesu Christi. Herr Gott, ich bitte dich für alle, die das Osterlicht nicht mit eigenen Augen sehen,
weil sie ihr Augenlicht durch Krankheit oder Unglück verloren haben. Gott, ich bitte dich, lass sie umso deutlicher mit ihrem Herzen die Liebe spüren, die in Christus erschienen ist. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich. Gott, ich bitte dich, für alle, die bitter geworden sind durch die Lieblosigkeit ihrer Mitmenschen, deren Leben überschattet ist von Leid und Not und denen jeder Tag schwer fällt. Gott, lass sie selbst Gelegenheit finden, Gutes zu tun und lass Licht in ihr Leben scheinen, sodass mit ihrer Liebe auch ihre Freude wächst. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich. Gott, ich bitte dich für alle, die den Blick verloren haben für das Gute und Schöne um sie her, für die Enttäuschten, denen keiner mehr etwas gut machen kann. Schenke ihnen einen offenen Blick für das Leben. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich. Gott, ich bitte dich für die Seherinnen und Propheten unserer Zeit, für die, die neue, ungewohnte Wege in die Zukunft gehen. Gehe du mit ihnen. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich. Gott, wir bitten dich, sei du ein Licht auf unserem Weg. Lass uns selbst ein Licht sein, wenn wir den Weg suchen in der Finsternis und wenn wir gehen zu den Menschen, die uns anvertraut sind. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehet hin in diesen Ostertag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.